Hallöchen, Leutchen, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Far Cry 5. Ich bin immer noch Yomika und ja, in der letzten Folge haben wir die Würstchenparty, nee, die Eierparty war es genau. Haben wir irgendwas mit der Eierparty gemacht und müssen damit wohl jetzt fortfahren. Ja, Tür auf, what's up? Hab mich schon gefragt, wann du hier vorbeikommst. Schön, ne? Das Spiel ist grandios, du kannst mit deinen Freunden spielen. Bring mich um. Das ist echt nicht nötig. Du hast eine ganz schöne Show hingelegt. So, Hilfe! Oh mein Gott, ich hasse den Typen so sehr, das glaubt ihr nicht. So, was hast du denn zu sagen? Ich hatte mit dir da draußen sein, Deputy. Hilfe! Hilfe! Okay. Ich brauche hier Hilfe! Bitte! Haben die gerade Bär geschrien? Ich sehe keinen. Okay, ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. So. Es gibt etwas, was man über Stiere wissen muss. Sie haben ein hitziges Temperament, eine unglaubliche Arbeitsmoral. Sie hören nicht auf, bevor nicht alles erledigt ist. Daran solltest du denken, wenn einer von denen versucht, dich zu töten. Namaste, Bruder. Gut, dass ich hören konnte, was er gesagt hat. Danke, Headset und mein Bahnfrei hier. So, ich glaube, der Typ will wirklich sterben, kann es sein? So, jedenfalls, ja, willkommen zurück zum Video. Und ihr seht schon, wir haben hier eine neue Waffe. Die wurden anscheinend reingepatcht oder so. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt herkommt. Aber da gibt es noch eine andere, die ich zeige die euch einfach mal. Wo ist denn jetzt hier der Verkäufer? Hier ist er ja. Danke, dass du diesen Scheißkerl John erlebst. Ja, ja, Klappe. Waffen. Gucken wir mal rein, weil ich weiß gar nicht, was das jetzt hier alles ist. Aber, ja, es gibt anscheinend den Schaufelwerfer nochmal anders. Ja, das könnt ihr natürlich jetzt nicht so gut sehen, weil da mein Kopf ist. Das ist ja genial platziert von mir. Genial. Schaufelwerfer, Big Pharma. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt anders ist. Das ist halt jetzt mit irgend so Skin drauf. Na gut. Ja, das war so ziemlich davon und jetzt sind hier noch so ein paar Waffen dazu gekommen. Ich weiß gar nicht, was jetzt alles neu ist. Ist die neu? Nee. Wo ist denn die? Bei der AK bin ich mir jetzt auch noch nicht sicher. Die dürfte auch neu sein. Die blinkt zumindest. Also da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher, was alles neu ist. Aber die, wo wir jetzt haben, die dürfte auf jeden Fall neu sein. So. Und hier ist dann noch irgendwo so eine AK gewesen, aber wo ist denn die jetzt hin? Ach da. Ja, die wird wahrscheinlich schon drin sein, die habe ich einfach nur nicht so wirklich entdeckt gehabt. So, und die hier gibt es auch, rote Fahne. Das war auch wieder so ein Event, da konnte man die freischalten. Auch nicht schlecht. Ja, den Granatwerfer wollte ich mir eigentlich mal holen, aber da ja jetzt neue Waffen da sind, wollte ich die erstmal ausprobieren. So, wir müssen jedenfalls jetzt, was müssen wir denn überhaupt? Hier ist noch eine Nebenmission. Hier ist noch sowas. Wir sollten noch irgendwas mit den Eiern machen, oder? Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ups, falsch. Erreiche Farm. Okay, das dürfte das hier sein. Und das ist wo? Wo? Ach, da. Okay, Missionsziel. Die diesjährige Eierfeier wird wirklich denkwürdig. Da werden die Leute sogar jedes Geld vergessen. Ach so, das ist gemeint, so wie es sich anhört. Ich dachte, das ist irgendwie nur so lustig gemeint. Ich hätte nicht gedacht, dass die wirklich die Eier von Bullen fressen oder so. Ich dachte, die meinen jetzt Hühnereier. Und ich habe so die ganze Zeit Witze drüber gemacht. Ja, das hast du gut erkannt. Obwohl, das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, es war ein Unfall. Das weiß man ja. Weißt du, manchmal denke ich, ich will gar nicht, dass dieser Kampf endet. Was sollte ich denn hinterher machen? Nach Hause gehen? So tun, als wäre nichts gewesen? Ha,
Das ist genau das, was ich gesagt habe. Die werden dann nämlich gar nicht mehr klarkommen, dass es nichts mehr zu töten gibt. Es wäre dumm, die Sekte auszurotten, weil dann haben sie ja gar kein Freiwild mehr. Das wäre einfach nur dumm. So, jetzt schnappen wir uns aber erstmal ein Fahrzeug. Gucken wir mal, hier hätten wir vom... Den hier noch, vom Club. Wir nehmen ja eigentlich immer dieselben Teile. Was haben wir hier? Der Sektenbrecher. Ach ja, das war auch so ein Eventwagen, glaube ich. Immer dann noch mehr davon, von so Eventfahrzeugen. Ich glaube, eins habe ich tatsächlich ja, weil ich sie nicht bekommen, und das war irgendetwas, wo so ein Hirsch vorne drauf gewesen wäre. Ist echt schade, dass ich den nicht bekommen habe. Auf den habe ich richtig geschwitzt, aber ich habe es einfach nicht geschafft, genug Tiere zu überfahren. Da bin ich einfach ein viel zu guter Mensch für. Und deswegen habe ich das nicht geschafft. So, probieren wir mal dieses Fahrzeug hier aus. Das wird wahrscheinlich genauso fahren wie jedes andere Fahrzeug dieser Klasse, aber na gut. Nehmen wir es jetzt trotzdem einfach mal. Ich kann die Musik gar nicht hören. So, okay. Ist der markiert? So, das Headset behauptet natürlich jetzt sofort, der Akku wäre alle. Geil, danke Headset. Das ist sehr hilfreich, dass du das machst. Finde ich super von dir. Das ist genau das, was du machen sollst. So. Hat was. Ich hab halt das Lied. Ich frag mich nur, ob es überhaupt mit den Kämpfen jetzt noch was wird hier. Die Sekte ist ja so ziemlich ausgerottet hier. So frage ich mich, was für Kämpfe jetzt hier noch kommen werden. Boah, habt ihr den Sonntagsfahrer gesehen? Ich glaube, ich bin. Da rast er einfach so mit seinem 20er Speed durch den Wald und blockiert mir fast noch den Weg. Ich glaube, ich spinne, Leute. Was ist denn hier los und wo fahre ich überhaupt hin? Ah, okay, ich bin noch richtig, aber ich hätte einfach viel kürzer treten können. Ja. Los. Ja. Headset? Hallo? Würdest du? Hat sich abgeschalten. Es ist aber aufgeladen. Was soll der Mist? Es ist aufgeladen. Ich war jetzt gerade baden und es hat die ganze Zeit aufgeladen. Es kann nicht sein, dass der jetzt leer ist. Egal. So. Der wir. Das. Ja gut, wir haben halt jetzt kein Headset. Huch, ups, falsche Taste. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als das Headset wieder abzunehmen, weil. Irgendwas stimmt ja nicht. Ich kann nicht sagen, was jetzt nicht stimmt. Warum es nicht aufgeladen ist, obwohl es die ganze Zeit am Laden war, aber... Kommt die Musik her? Okay, das ist... Ich glaube, wir sind hier in irgendwas reingeplatzt. Ich glaube, die haben hier so ein bisschen was in Planung. Kann das sein? So, die planen hier schon noch so ein paar Sachen. Vielleicht sollten wir die erstmal ein bisschen ignorieren oder mal drüben schauen. Hat er gerade den Zaun gebumst? Okay. So, wir bauen nur zwei Hoden. Okay.
Wir sind hier fertig. So, einfach aus Prinzip. So, ja gut, jetzt haben wir halt dreifach so viel getötet, wie wir brauchen, aber hey, wir sind hier in Amerika, das passt. Ach so, sammle die drei Arten von Stierhoden. Jetzt sehe ich das erst. Ja, ganz geil. Geil, das ist genau das, was ich mir für meine berufliche Zukunft gewünscht habe. Drei verschiedene Arten von Stierhoden zu sammeln, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Also das Spiel hat sich gerade selbst übertroffen, mir diese Mission zu geben. Jetzt weiß ich endlich, was ich werden will. Ist das nicht unglaublich? Und jetzt, wo ist denn jetzt hier die nächste Mission? Wo ist sie denn? Ich sehe die nicht. Und jetzt wieder in irgendeiner anderen Region ist heulig. Hier ist sie auch nicht. Wo soll die denn sein? Spiel? Könntest du mir sagen, wo das ist? Da müsste doch eine Taste zum Anzeigen geben, oder? Nee, gibt's keine. Das ist natürlich blöd gemacht. Sehr blöd sogar, aber hey. Achso, töte einen Bullen mit dem Molchra-Traktor. Boah, diesen Traktor auch noch. Na toll. Gut, dass wir... Okay, ich soll vielleicht nicht alle töten, weil wir erst noch einen mit dem Traktor erledigen müssen. Mein Auto! Ist sie tot? Okay, die ist tatsächlich tot. Oh, ihr Missgeburten, Alter. Dafür werdet ihr büßen. Meine zukünftige Frau einfach so über den Wagen spannen. Ich glaube, ich spinne. Jetzt komm her, du Sau. Komm her. Nice. Das nennt man Gerechtigkeit. Okay, jetzt mit dem Traktor. Muss ich vielleicht einen in die Luft sprengen? Nee. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach... Okay, wenn da schon Molotovs sind, denke ich mir mal, dass ich gegrillte Hoden brauche. Dass ich das jemals sage, hätte ich nie erwartet. Nice. Hat besser geklappt als erwartet. Das stimmt, die haben mein Auto umgeworfen, die Säcke. Könntest du bitte runtergehen, Ma'am? Ich möchte hier Dinge tun. Na gut. Och, was ist das? Oh. Moment, da gönnt man sich mal. Wolfsfell lassen sich nämlich ziemlich gut verkaufen. Das ist immer sehr praktisch, denn den Bären hätte ich hier eigentlich auch sofort schnappen sollen, aber da war ich so ein bisschen eher auf Rache-Trip gerade. Wo ist mein Auto hin? Aua! Okay, du willst es so.
So. Jetzt wäre es gut, wenn ich langsam hier wegkomme. Und wo ist jetzt überhaupt mein Auto hin? Mein Auto ist weg. Wo ist das hin? So, aber weg. Einfach weg, Leute. Gut, dann nehmen wir halt den hier. So ist es doch auch schön. Dann gib mir dein Fell. Ja, von dem Fell wird nichts übrig bleiben, wenn ich den jetzt überfahre. Wir müssen ihn irgendwie davor schon erwischen. Fuck! Ihr habt alle gesehen, er ist reingerannt. Er ist freiwillig reingerannt. Natürlich jetzt blöd. Was geht hier? So, die Ballen wieder auf ihre Ziele, oder? Ja. Mit der 100er Prezi natürlich. So, wo geht's denn jetzt hin? Wieder zurück, oder? Oder? Schon, oder? Gucken wir mal lieber nach. Ja, rede mit Casey, also zurück haben wir nur. Dürfte ja markiert sein. Geht das? Müsste eigentlich gehen, oder? Ja. Komm zur Hilfe! Ja, schon blöd, wenn die einfach Kühe anzünden, also... Ich weiß halt einfach überhaupt nicht, was ich hier schon wieder sagen soll dazu. Das ist hier alles so ein bisschen komisch. Und es läuft auch absolut schief hier. Das Headset geht einfach aus. Und weiter und fort und bla. Eigentlich das Headset. Das hat mir jetzt die Laune schon ein bisschen verdorben. Aber wir versuchen es trotzdem durchzuziehen. Das klappt. Das klappt alles. Ich meine, wir haben unser Auto umgeworfen, unsere Frau über den Wagen gespannt und getötet. Jetzt müssen wir wieder warten, bis sie zurückkommt aus Urlaub. Jetzt, weil wir die einmal umkippen, braucht sie Urlaub. Ups. War da ein Benzinfass? Kann das sein? Ich hab's nicht gesehen. Das ist natürlich blöd. Jetzt haben wir wieder den Flammenwerfer. Wo sind wir jetzt? Natürlich sind wir jetzt wieder da hinten. Okay, das war ja das Haus von der Alten. Das haben wir ja letztens schon geplündert. Oh, bin ich froh, dass diese feindlichen Flieger nicht mehr da sind. Die waren so arschnervig. Das war die Hölle jedes Mal. Moment mal, bin ich ganz bescheuert. Ich kann nur schnell reisen. Was? Rede mit Kay. Achso, der ist jetzt da hinten. Die Sau. Ja, mache ich halt eine Schnellreise. So. Komm mal hier. What? War wohl ein tragendes Schloss. Ups. So. Hier waren wir auch wegen der Mission oben. Da müssen wir jetzt aber nicht unbedingt rein. Es hat mich nur interessiert, was hier noch so drin wäre. Oh, na gut.
Da fällt mir ein, ich hätte eigentlich gleich wieder Molotow einsammeln können. Das war jetzt ein bisschen dumm. Aber wir haben ja so oder so immer zu viel. Also demnach. Bastard Show. So, können wir die wegpacken? Ich meine, wir sind hier auf einer Feier, müssen wir nicht mit der Waffe rumrennen, oder? So, hallo, was geht? Ach du meine Güte, die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, Sperma. Unsere Gemeinschaft, unser Zuhause. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Held. Und jetzt lässt du dir diese Lendenleckereien schmecken. Na? Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Die Auswilderung von Wölfen. Nein, ich will nicht. Zeit für ein Fest. Einfach später. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, okay, auf die Ballons. Oh, das ist echt mies. Ah, komm. Oh, das. Okay, ich muss das schaffen. Ich muss es schaffen, Leute. 13 Sekunden noch. Okay, einfach ein bisschen tiefer zielen. Soll ich verarschen? Nein! Wie mies! Wie mies! Hätte er die ganze. Er hat die ganze Zeit so nach drüben gezerrt. Ich habe keine Ahnung, warum er das gemacht hat. Ich hätte es geschafft. Wie gemein. Mies. Ich starte das jetzt neu. Nee. Kann ich das neu starten? Was ist das denn? Moment, kann man das neu starten? Ich würde das echt gerne nochmal machen. Nee, leider nicht. Also ich finde so. Oh Mann, das war so gemein gerade. Oh. Wo sind wir? Wo ist alles hin? Oh, ich wette, es hätte eine Trophäe gegeben, wenn ich das geschafft hätte. Schade. Ach, jetzt sind wir ins False End hinten. Wir waren gerade hier irgendwo, glaube ich. Purple Top, ja genau, das ist der Sendemast. Hier irgendwo war mal. Ja. Das war's halt jetzt. Glückwunsch. Hallo. Ja gut, dann würde ich sagen, hiermit ist auch das Video an der Stelle beendet. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, auch wenn es heute so ein bisschen low war, muss ich zugeben. Das war ein bisschen langweiligeres Video, obwohl sowas Lustiges passiert ist wie das hier. Aber das findet sich schon wieder. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, Daumen nach oben, Kommentare oder vielleicht sogar ein Abo, wenn euch denn mein Content gefällt. Und vergesst nicht, das Video mit eurer Oma zu teilen, um mir zu zeigen, was heutzutage so hip ist. Und was die richtige Eierhoden-Bullen-Party ist. Naja, bis dahin, tschüssikowski und goodbye.